Ihr wollt wissen, was sich da jetzt dreht? Dann bleibt dran. Sache auch, wie ist euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. René hat den ja dankbarerweise unter das letzte Video geschrieben, dass ich diese Boombox im Kostenstopp finde. Also, schauen wir doch mal hin. Hier haben wir sie schon mal nicht. Ich hätte schwören können, ich habe das schon mal gemacht und sie nicht gesehen. Das auch nicht. Am Ende wird es wohl auch nie sein. Architektur nicht. Was du mal so? Nein. Das sind auch Boombox. Da ist sie. So. Okay. Also die kommt auf jeden Fall, wenn wir mal angucken. Das nehmen wir mit. Das Gratis nehmen wir auch mit. Die nehmen wir auch mit. Allerdings hier bin ich mir relativ sicher, dass die safe ist. Wahrscheinlich hier auch bei den Samtumteilen, weiß ich es nicht. Die beiden Kollegen hier, ich habe keine Ahnung, ob ich da irgendwie Copyright-Probleme kriege, deswegen da werden wir definitiv nicht reinhören, bei denen bin ich mir unsicher. Aber hier gucken wir mal. Natürlich habe ich auch das Kibitz-Video gesehen, in dem er das alles schön einmal erklärt hat. So, guck mal. Also versucht also nicht zum Springen mit. Da fängt man, ich könnte nochmal durch die. Nein. Nein, muss ich nach oben gehen. Aber wir gucken jetzt erstmal. Okay. Okay, was hören wir oder was hören wir nicht? Ah. Es ist schön, dass du das auch wirklich möglichst nur aufs rechte Ohr gepackt haben. Moment. Audio. Schön. Hals zurücksetzen, okay. Wie auch immer. Das lassen wir schon mal so. So, und okay, da haben wir noch mal Kabum. Kabum ist gut. Kabum nehme ich immer gerne. Ich habe mir schon mal alles für die Minatoren ins Inventar gepackt. Ich hoffe, dass es alles war. Ich hoffe, dass wir diesen Zug noch erreichen werden. Dann fahren wir nämlich nach da hinten. Oh, perfekt. Hören uns ein bisschen diese Musik an. Der Hoffnung, dass es im Zug geht. Tatsache. Gucken uns hier an, wie nichts passiert und lassen ihn wieder fahren. Gleich irgendwann. Tut. Im Zug kann man das Radio nicht mehr bedienen. Okay. So, der Kollege fährt jetzt wieder zurück zu Boom. Nein, Kaboom. Und es gibt wohl noch Kassetten, die man finden kann.
Aber der hat, kam gestern ein schönes Video vom Kibitz raus. Guckt euch das einfach mal an. Ich spare mir das jetzt, weil ich will ihn ja auch nicht kopieren. Erst davon abgesehen, dass ich jetzt keine Ahnung hätte, wo ich suchen muss. Bin mal gespannt, wann die ersten, jetzt hier Seiten oder die ersten Infos auf den Maps bei zum Beispiel Satisfactory Calculator rauskommen. Achso, da vorne habe ich übrigens mal fertig gemacht. Also links der rote Balken, wo noch ein Teil raussteht, das ne, habe ich fast fertig gemacht, könnte man sagen. Also sieht man es von hier aus. Da auf der rechten Seite endlich schön gemacht. Jetzt haben wir halt oben die wunderbare Platte da drauf. Keine Ahnung, ob da noch irgendwas Schönes drauf machen kann. Mächtig großes Teil geworden. So, Kollege, kannst du ein bisschen Gas geben? Genau, hier ist freie Strecke, nur geradeaus. Gib ihm. Wir wollten hier oben nach... ich springe, glaube ich, vorher raus. Nach Bauxit als erstes mal suchen. Hier raus, genau. Okay. Komm. Wollen wir uns das Worst of Goat Simulator antun? Nein, das finde ich witzig. So. Dieses Bauxit wollten wir haben, weil es war... Okay. Wollten wir das haben oder wollten wir das haben? Ich brauche... Wie viel brauche ich Bauxit? 684. Einer normalen... Muss ich mal eben auf der Karte orientieren. Also auf der anderen Karte hier. Überhaupt bin. Da zeige ich gerade ein bisschen zu viel an, deswegen ist das gar nicht so leicht. Da bin ich zu nördlich. Da bin ich zu östlich. Da, wo bin ich denn hier? Hier komme ich, glaube ich, in die richtige Richtung. Aber nicht zu westlich. Da ist die Ecke, die ich suche. So, wir stehen gerade genau vor dem Ding hier. Jetzt wollten wir hier... genau, hier war... Hier war ein reines Bauxit. Mit dem könnten wir arbeiten. Und das normale Bauxit, da kommen wir nur auf 600. Da brauchen wir zu. Also wir müssen uns das holen. Das heißt... Dies hier. Das ist auch schön. Ach, guck mal. Noch schön nah dran. Perfekt. Das schnappen wir uns. Also. Jetzt kann ich mir doch eigentlich hier so einen Stempel setzen, oder? Warum machen wir. Na, Höhle ist ein bisschen Quatsch, aber. Hallo? So, weil das jetzt da drüber ist. Ich komme nicht an die Dinger dran. Okay. Aber es ist so ein bisschen mehr in die Richtung, ne? Jo, das ist ziemlich genau in die Richtung. Okay. Das funktioniert nicht, aber was funktioniert, ist der Kollege. Jo. Guck mal, ein bisschen blöd. Bist du tot. Da vorne ist auch noch was, was giftig ist. Da wollen wir nicht hin. Ups. Hä?
Okay. Bitte. So, da lang. Schön ist, dass die Musik weitergeht. Wir können jetzt darüber streiten, ob die gut ist oder nicht. Aber sie geht weiter. Wunderbar. Das wollte ich im Vordergrund haben, danke. Herrlich. Oh, das ist die Taste, die ich suche. Diese nehmen wir hier. 197 Meter die Richtung. Ja, ich weiß. Das heißt, das müsste ja quasi schon hier unten sein, was? Ach. Ah. Oh. Hi, Jungs. Ich muss mich mal eben umrüsten. Okay, Bauxit stehen die drauf. Du bist weg. Gott. Okay, wir einigen uns drauf, dass wir doch lieber was anderes hören. Bim-dim-dim-dim. Das ist jetzt natürlich die Frage. Sanktum. War das copyrighted music? Ich riskiere es lieber nicht. Wir hören uns den Fix-It-Track an. Aber wir gehen einfach mal hier auf den dritten, genau. Ich brauche als nächstes einen solchen hier. Und da brauche ich drei Miner. Da habe ich genau Platz für. Das ist ja super. So. Wir wollen in die Richtung. Da kommen also drei rein. Und wir sagen Ballern. Quatsch, sagen wir nicht. Wir brauchen ja nur einen drin, weil wir wollen 780. Na, genau, 162. So brauchen wir das. Richtig. Vielleicht habe ich mich verrechnet, aber ich habe eine Reserve. Das ist schon mal gut. Wie machen wir das jetzt am sinnigsten? Okay, du hängst ein bisschen in der Luft, Kollege. Ich glaube, das Sinnigste wäre tatsächlich, wenn ich hingehe, ich habe Gott sei Dank einen Blätong dabei. Wie ist denn die Ausrichtung? Wir wollen dahin. Hier rüber. Ach genau, hier bei den Dingern soll wenigstens eine Kassette. Die können wir vielleicht nehmen. Muss die hier oder da drin sein oder so. Also in einem von den Tümpeln hier. Das ist die Ausrichtung, die ich brauche. Eigentlich ist es ziemlich gut, wenn ich zumindest hier hingehe, ne? Ja.
So. Das heißt, wir packen dich von da aus einmal hier mittig oben drauf. Passt schon. Damit hätten wir wenigstens schon mal hier den Bereich. Mache ich das jetzt? Ziehe ich das direkt darüber? Oder? Was brauchen wir denn noch? Schauen wir mal. Nächste auf meiner Liste hier steht zumindest Caterium. Aber da Caterium sich ja hier in der Ecke versteckt, die würde ich jetzt nicht als erstes holen. Genauso wie Schwefel. Kupfer ist da oben. Eisen auch. Also hier Eisen, Kupfer, das kriegen wir alles von da oder da. Das ist nicht das Problem. Dann haben wir Crude Oil, das holen wir uns von hier und würden das dann mit da drauf packen und dahin gehen. Kohle brauchen wir nicht. Limestone hätten wir hier darüber oder hier, also da ist genug da oder auch dort. Also das Einzige, was wir hier noch bräuchten in die Richtung, ist Uran und das lassen wir nicht darüber laufen. Das machen wir auch als allerletztes. Das heißt, ich ziehe jetzt diese Brücke darüber, dass wir hier hinkommen und dann gucken wir, dass wir hier die Sachen zusammenkriegen, weil sonst wüsste ich gerade nichts. Ja. Das ist die Frage, nehme ich das hier direkt mit oder... Nee, das machen wir so. Ich bastel den Spaß wieder ohne euch. Die ganzen Bänder und so, das... haben wir schon rausgefunden, ist ein bisschen blöd, sich das immer anzugucken. So. Dann wollen wir einmal hier in die Richtung. Haben wir auf jeden Fall eine schöne Ressourcenbrücke, die einmal da oben rüber geht. Mich interessieren, ob hier oben. Du hast aber auch Bock, wa? Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Ah, das ist Play. Okay. Nice. Eine blöde Frage. Da ist hier so eine Felsspalte, ne? Da sind so Dinger dran. Ein bisschen enttäuschend. Ich hätte gehofft, dass das funktioniert. Aber macht ja nichts. So. Da hätten wir noch eine Schnecke. Das wiederum gefällt mir sehr. Was mir nicht gefällt, ist, dass ich hier keinen Strom habe, um da runter zu... Nee, ich habe aber was anderes. Aber ich habe keinen Sprit dabei. Ich weiß nicht, was ich vergessen habe. Zwei Sachen wollte ich noch mitnehmen. Aber ich habe mein Jetpack wiedergefunden. Das ist doch auch schön. Aber ich habe jetzt keinen Sprit. Das heißt, wir merken uns die Schnecke hier oben. Direkt an dem wilden Rumgehampel. Blö. Da, Schnecke. Okay. Hier. Ups, bringt nichts. Schade. So. Wir gehen weiter. Einmal quer rüber. Wir treffen hier auch nichts. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja, echt überlegen, das Ding da, diese Wand als Wall wirklich hier entlang zu ziehen und dieses Gebiet quasi einzumauern. Ist halt die Frage, ob ich das wirklich noch mache. Aber wenn ich mal wieder Langeweile und Lust auf... nebenbei habe und vielleicht mit Bändern ziehen fertig bin, kann ich das ja immer noch tun. Das ist doch schön. So. Wir laufen auch genau auf die Ecke zu, wo ich hin will. Das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Das ist quasi irgendwo da unten drin. Ich will fragen, komme ich von hier aus oder ist das zu weit?
Okay, wenn ich den Strom hier rüberlegen kann, ist das alles kein Thema. Das ist super. Wir gucken jetzt mal eben, ob wir hier unten die Kassette finden. Ja, theoretisch hier irgendwo war. Ich weiß nur nicht. Oh, und ob die jetzt vielleicht hier mehr oder weniger für mich vergraben und versteckt ist. Weil ich habe ja hier ein bisschen was reingebaut. Ah, nee, das war nicht der große. Das war nicht der große Teich. Komm, wir schauen uns das jetzt mal an. Wenn wir hier hochkommen. Das klingt ein bisschen nach Minecraft hier. Chili Vanilli. Was, dieser hier? Nein. Ich könnte schwören, dass das hier drin war. Vielleicht habe ich mich auch einfach nur verguckt, aber mein Gott. Hi. Ich finde es übrigens faszinierend, dass die Viecher sich selbst auch nicht gegenseitig mögen. Da war das drin und da war es definitiv nicht drauf. Du hast wieder das Laufen verlernt, okay. Dann haben wir hier vorne noch welche. Meine ich, oder? Guck mal. Da, da und da. Hin zu dem weitesten erstmal. Hüpf. Genau. Komm, dich kriegen wir. Dich kriegen wir. Du bist weg. So. Euch haben wir. Okay. Alien Artifacts. Okay. Ja, ist ja gut. Ich bin doch schon dabei. Echt jetzt? Ja, ich bin so lucky. Ich weiß. Danke. So, wieder auf Gewehr umschalten. Machen wir vorsichtshalber. Da ist ein Doku, den wollen wir nicht erschießen. Da ist noch eine Schnecke. Warum aber gerade nicht? Wo sind wir denn hier eigentlich? Jetzt gehen wir wieder auf den richtigen Teich zu. Bist du das? Ja! Guck mal einer an. Welche war das noch? Wir haben hier Songs. Was soll ich harvesten? Das war schon. Okay, es sind nur vier Songs. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Songs of Conquest. Hauen wir dich mal rein. Irgendwo bewegt sich hier eine Spinne. Die höre ich. Und das gefällt mir nicht. Wird sich eher so in die Richtung bewegen. Zu.
Nee, an den gehe ich jetzt nicht. So, wir wollen wieder zu unserer Brücke da oben. Immerhin, ich habe diese Kassette gefunden. Ist doch schon mal schön. Eine gratis. Oder schon wieder eine gratis. Wunderbar. Ja, da kann man auch schon mal epische Musik spielen, das stimmt. Ich finde übrigens diese Art von Werbung für die eigenen Spiele mega. Das ist irgendwie eine coole, witzige Idee. Dann, ey komm, wir hauen mal Soundtrack. Einfach so darüber und fertig. So, jetzt geht's gleich wieder blub. Die Nummer 5. Sehr schön. Wir ziehen das hier noch ein bisschen weiter. Ich hätte vorher einen Screenshot von diesem Ding machen sollen. Ne? Egal. Das hier so. Wir sind doch fast da, oder? Wir gucken auf jeden Fall auf die richtige Ecke. Nein. Groß, unbegrenzt, hau mal raus, habe ich gesagt. Markierung auf Kompass. Ja. Sollte hier auch so langsam dann diese. Dieser Strich kommen. Ja. Also wenigstens bis dahin, wo ich hin will, möchte ich schon noch hinkommen. Der Satz ergab relativ wenig bis gar keinen Sinn, oder? Ihr habt schon verstanden, was ich meine. Wir sind ja auch in einem neuen Biom. Wir könnten da vorne noch Geysire abschöpfen. Das ist doch auch schön. Also so neu ist das nicht. Wir waren ja letztendlich schon überall. Aber ist doch schön hier. So, wo sind wir denn? Wir sind kurz davor. Jetzt soll so ein bisschen jetzt mehr nach rechts gehen. Das passt auch. Mache ich das jetzt? Gehe ich jetzt runter oder mache ich das alles nachher per. Ah, das mache ich per Lift. Das hier ist so eine Skybridge. Ziehen wir durch. Überlegen, die bis wirklich hinten an die Felswand ran zu packen. Okay. Ich würde nicht schwören, sagen, dass ich was erreicht habe, aber scheinbar habe ich irgendwas erreicht. Also wir müssten jetzt ziemlich genau drüber sein. Das sind hier so Ecken, die gefallen mir. Wir haben da ein bisschen. Ja, das ist hier super. Ich sehe da vorne auch schon das Schwefel. Das ist tatsächlich nicht weit. Ey, wunderbar. Wir könnten überlegen, das Schwefel quasi von da aus hier hoch und auch hier über diese Brücke zu leiten. Dann hätten wir so eine Ressourcenbrücke, wo alles hier langkommt. Das machen wir, glaube ich. Ich ziehe jetzt eben das hier bis an die Felswand. Ich hoffe, das ist nicht so weit, wie ich gerade befürchte, dass es ist. Schauen wir mal. Weil am Ende, anderen Ende, da hängt es ja wenigstens noch so eine Stütze. Und so könnten wir das in den Fels ein verstützen. Guck mal, die Raketenantriebe sind auch oben rechts fast fertig. Hier noch 70. Sollten wir doch auch so langsam dann schaffen. Okay, so weit ist das ja hier nicht mehr. Ist gut. Die einen Dinger, die brauchen halt einfach ewig. Ups. Ja, die Magnetfeld, keine Ahnung. Ne, die Magnetfeld-Generatoren, die gehen auch noch. Aber das andere, also ganz links, wo wir nur 800 von haben. So, wir haben es bis hierhin geschafft. Wir haben dieses Biom erreicht. Wir haben die Stelle erreicht, wo wir hin wollen. Heißt, ich muss mir jetzt einen Weg überlegen, wie ich hier sauber runterkomme. Das nicht so schwer sein wird.
Aber wir haben alles, was wir brauchen, um die ganzen Ressourcen schon mal irgendwie hier hinzubringen. Das ist tatsächlich weiter immer, als ich gedacht habe. Es sieht immer auf der Karte nur so wenig aus. Aber so langsam bewegt sich das Ding zur Seite. Wir kommen also näher, wir kommen näher, wir kommen näher, wir kommen näher, wir kommen näher, wir sind da. Ja. Da unten, da wird der Punkt, wo... Also auf diesem Plateau fangen wir mit dem AKW an. Das heißt, ich überlege mir jetzt, den Weg da runter zu kommen. Aber das werde ich ohne euch machen. Das heißt, ich gehe ein bisschen in die Richtung, wieder ein bisschen zurück und so. Damit wir runterkommen. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut. Käffchen.